werden wir im Bikini-Button Verstecken spielen. Und heute werde ich alles suchen. Kommt schon, versteckt euch! Los geht's! 1, 2, 3, 4, 5! Leute, 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 ich bin im Zimmer vom Tintenfisch. Und jetzt wird es Zeit, dass ich mir ein Versteck suche. Soll ich mich vielleicht unter dieser Decke verstecken? Nee, denke ich nicht. Oh, ich habe eine Idee. Ich verstecke mich einfach in dieser Truhe. Oh, toll. Ich gehe rein. Ich gehe rein. Bis dann, Kumpels. Simon, wo sind wir denn hier gelandet? Wir sind im Restaurant von Mr. Krabs in der großen Krabbe. Oh, toll. Wir müssen uns hier verstecken, bevor Stars uns findet. Ja, Raffario, lass uns hier ein Versteck suchen. Ja, ja. Los, los, los. Hey, schau mal hier, Raffario, ein Bild von Mr. Krabs. Ja, er mag Geld sehr gern, sehr gern. Er mag Geld genauso gern wie du. Ich mag Gold und ich mag auch Geld. Schau mal, es gibt hier eine Bar und eine Küche. Ich werde mich hier unten verstecken und jetzt müssen wir einen Platz nur für dich finden. Warum du? Ich bin der Erste. Komm schon, lass uns einen anderen Platz finden. Los, los. Lass uns weiter suchen. Schau mal, was da ist. Das ist ein richtiges Restaurant. Schau mal, hier sind Tische und Stühle zum Essen. Schau dir das nur an. Wir können uns hinsetzen und Krabbenburger essen. Heißt ja so. Ja, das stimmt, aber wir können jetzt nicht essen. Wir spielen noch Verstecken. Ja, Dimon, du hast recht. Was ist das? Wer ist das? Das ist doch Patrick! Wer ist das? Der höchste Patrick! Hallo, Leute, was mache ich denn hier? Mein Name ist Patrick. Patrick, wir spielen Verstecken. Und du, Patrick, was machst du hier? Ich suche nach Müll. Ich mag Müll. Patrick, aber Müll ist doch eklig. Er stinkt doch voll. Er stinkt, Igitt. Hier, nimm das. Ich schenke es dir. Igitt, das ist aber für den Müll. Was sollen wir damit machen? Sollen wir jetzt Müll aufsammeln? Nein, Raffario, ich habe eine bessere Idee. Welche Idee, Dimon? Du versteckst dich in dieser Tüte, dort in der Küche, genau wo du wolltest. Bravo, Dimon, du bist sehr schlau. Und Patrick ist auch schlau. Er wusste, was er mir schenken musste. Vielen Dank, Patrick. So, Leute, ich gehe jetzt. Tschüss. Mach's gut, Patrick. Tschüss, Patrick, bis bald. Los, versteck dich schon. Gelame, das muss schon, spring endlich in die Tüte. Mach schon. Ja, los, ja, los, richtig, los. Mach schon, los. Richtig, los. Los, 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 was hab ich gesagt? Okay. Ich steige in die Tüte. Freunde, ich glaube, das ist der beste Platz, um sich zu verstecken. Ich bin nämlich in einem Müllsack. Großartig. Ich werde diese Challenge definitiv gewinnen. Los geht's. Also Freunde, ich werde mich hier in der Küche verstecken und ich habe eine Idee. Ich werde mir einen Krabbenburger machen. Ich habe natürlich nicht das Geheimrezept, aber das ist schon okay. Ich werde ihn versuchen, so hübsch zu machen, dass das in Versuchung gerät und seine Wachsamkeit verliert, meine lieben Freunde. Ich glaube, ich kann es schaffen. Glaubt ihr, dass ich es schaffe? Puh. Oh, Leute, ich bin im Haus vom SpongeBob. Seht doch nur, wie schön es hier ist. Hier ist ein Bild von seiner Familie. Und hier steht My Sweet Home Pineapple. Wisst ihr auch, warum das hier drauf steht? Weil SpongeBob in einer Ananas lebt. Aber ich muss hier ein Versteck finden, Leute. Oh, schaut mal, das ist SpongeBobs Freund Harry. Aber ich brauche ein Versteck, Leute. Oh, schaut mal, da kommt SpongeBob Schwammkopf. Seht ihr ihn? Ja, willkommen in meinem Haus. Vielen Dank, du hast ein sehr cooles Haus. Vielen, vielen Dank. Genau wie bei eurem Kanal. Heißt das, du kennst unseren Kanal GL Show? Ja, natürlich. Das ist mein Lieblings-YouTube-Kanal. Ich schaue ihn mir nur wegen euch an. Dankeschön. Weißt du was? Wir spielen Verstecken und ich möchte mich hinter deinem Fernseher verstecken. Darf ich? Ja, natürlich. Oh, danke, danke. Okay, Leute, ich verstecke mich hinter diesem Fernseher und ich hoffe, Stars findet mich nicht. 99-100! Ich gehe suchen! Ich werde euch alle finden! Und wer von euch als Letzter gefunden wird, gewinnt 1000 Euro! Na gut, toll! Ich werde alle finden! So, das ist richtig gut, Freunde! Jetzt muss ich sie alle finden! Aber wo soll ich denn anfangen? Fange ich mit SpongeBob-Haus an? Oder mit diesem Tintenfisch-Haus an? Oder vielleicht fange ich hier an, Freunde! Mit großer Krabbe! Ich weiß eigentlich nicht. Aber ich glaube, ich fange mit dem Haus von Thaddäus an, Leute! So! Wow, Freunde, ich bin jetzt im Haus von Tintenfisch Thaddäus. Interessant, wo sich wohl alle verstecken. So, ich schaue mir erstmal hinter dem Bett nach. So, ich schaue zuerst unter dem Bett nach. Da ist niemand. Oh, vielleicht ist jemand in der Truhe, Freunde. Lass uns nachschauen. Hey, wer könnte es hier denn sein? Wenn du da drin bist, sag, ich bin da und ich lasse dich gehen. Ich höre niemanden, Leute. Vielleicht ist da niemand. Schauen wir mal nach. Hoppla! Oh, Freunde, er ist leer. Wieso? Es wäre logisch, wenn sich jemand hier verstecken würde. Und ich würde ihn dann finden. Aber es ist da niemand.
Also, Freunde, lasst uns zum nächsten Haus gehen. Lasst uns woanders suchen. Ich werde trotzdem mehr finden. Oh, Leute, ich bin aus der Truhe raus. Gut, dass ich raus bin, sonst hätte mich ja Stas noch gefunden. Ich werde mich hier irgendwo verstecken. Ich verstecke mich hier. Geht's dir noch gut, Maria? Du hast mich erschrocken. Du wolltest meinen Platz einnehmen? Ich habe ihn zuerst gefunden. Er gehört jetzt mir, also geh jetzt. Ich verzieh mich von hier und ich verstecke mich irgendwo anders. Haha, ich glaube, er ist beleidigt. Manu, Leute, wie kommt das denn? Ich habe doch niemanden gefunden. Vielleicht war doch jemand da und ich habe ihn nicht gesehen. Vielleicht bin ich ja blind, Freunde. Wie auch immer, wo soll ich jetzt denn hingehen? Vielleicht zu SpongeBob-Haus? Oder vielleicht zur großen Gabel? Ich weiß eigentlich nicht, aber ich glaube, wir gehen jetzt zu SpongeBob-Haus. Ja, komm schon. Das ist doch SpongeBob! Willkommen in meinem Haus! Komm hier rein! Wenn du schon zu Hause bist, sag mir bitte, wer sich hier versteckt hat! Nein, nein, es ist niemand hier! Ich sag es dir ganz ehrlich! SpongeBob, denkst du, bin ich dumm? Ich verstehe, dass du etwas verbirgst! Es ist definitiv jemand hier! Sag mir! Nein, nein! Hier ist bestimmt ganz niemand, wirklich! Okay, sag mir nichts! Ich werde sie schon selber finden! Ich sehe doch, dass du etwas verbirgst! Ich gehe nicht weg, bis ich jemand hier gefunden habe! Und jetzt geh zur Seite, SpongeBob! Geh zur Seite! Geh weg! So, es ist also niemand hier, Leute? Ist hier vielleicht jemand? Nein, hier auch nicht. Hier auch nicht. Und hier? Hey, Harry, vielleicht weißt du, wo sie sich alle verstecken. Er weiß gar nichts, Leute. Er redet überhaupt nicht. Auch wie auch immer. Ach, Manu, Freunde, wo könnten sie denn alle sein? Ich habe alles durchsucht. Aber ich habe noch nicht hinter dem Fernseher nachgesehen. Vielleicht hat sich da jemand versteckt. Mal sehen, Freunde. Maria versteckt sich hier. Schaut mal, sie schläft. Ich werde sie erschrecken. Ja, Fernsehen weg, Freunde. So. Maria! Du hast mich gefunden, Mann. Ich bin aus Versehen eingeschlafen. Ich hab dich zuerst gefunden. Du bist ein Noob. Komm schon, tschüss. Baba Stas, mein Loser. Ja, du Loser. Ja, komm, geh schon schlafen. Geh schlafen. Baba Stas, Freunde. Jetzt muss ich nur noch Odyssee, Rafario und die Mod finden. Ich werde sie alle finden. Los. Freunde, schaut mal her. Hier liegt mein Krabbenburger. Schaut den doch nur an. Wow. Wow. Freunde, wo ist das schon wieder? Ist schon lange her. Manu, Freunde, Maria hat meinen Platz eingenommen. Jetzt brauche ich ein Versteck. Leute, wo soll ich mich verstecken? In der großen Krabbe oder in Tadeus Haus? Ich habe eine Idee. Ich bin sehr schlau. Ich verstecke mich hinter der großen Krabbe. Stas wird denken, dass ich entweder in der großen Krabbe oder in Tadeus Haus bin, aber nicht hinter der großen Krabbe. Das wird er nie erfahren. Toll, ich werde einfach hier sitzen und niemand wird mich finden. Leute, es ist gut, dass ich Maria gefunden habe. Und ich muss noch zur großen Krabbe nach anderen suchen. Aber wo könnte Odyssee sein, Freunde? Wo könnte er sein? Odyssee, ich weiß. Aber ich weiß doch nicht, wo er ist. Ach, wo könnte er denn sein, dieser kleine Junge? Wo kann er sein? Ah, Mann, aber mein Magen tut weh. Er tut mir richtig weh. Oh Mann, es ist nicht besser geworden. Mein Magen tut immer noch weh. Ich kann nicht, ich kann nicht. Ich höre auf mit der Challenge. Odyssee, was machst du denn hier? Warst du die ganze Zeit hier oder was? Was das? Warum stinkt das hier so? Das ist doch schrecklich. Odyssee, tut mir leid. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Du bist dumm. Hältst du Stas für einen Dummkopf? Ich wusste, dass du da bist. Und ich habe es absichtlich getan. Also hau ab, komm, geh, geh, geh. Und Freunde, es ist nur noch die Mon und Rafario geblieben. Und der einzige Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe, ist Großer Krabbe. Ich hoffe, die sind dabei. Komm schon, Freunde, viel Glück. Lass uns jetzt nach den beiden hier suchen. Ja, die sind sicherlich da. Um ehrlich zu sein, weiß ich das Geheimrezept für die Krabbenburger-Mischung nicht. Aber ich denke, dass es besser ist als überhaupt nichts. Und ich hoffe, dass es das ablenkt, so dass er mich nicht finden wird. Ich hoffe, mein Plan wird funktionieren. Ich habe nämlich keine andere Wahl, meine Freunde. Wünsch mir Glück. Wow, Patrick, was machst du denn hier, Alter? Ich spaziere hier. Was machst du denn hier? Freunde, Stas ist hier und er redet gerade mit Patrick. Ich hoffe, Patrick wird ihm nicht sagen, wo ich bin. Und ich hoffe, mein Burgerplan wird auch funktionieren. Also, Freunde, wünsch mir Glück. Ich spiele Verstecken und ich muss nur noch die Mon und Rafario finden. Es sind nur noch die beiden geblieben. Ah, okay, such mal. Vielleicht weißt du, wo die sind. Wo verstecken die sich nur? Nein, ich kann mich nicht erinnern. Ach komm schon, Patrick, du erinnerst dich nicht? Hier verstecken sich auf jeden Fall ein Mann mit Glatze und ein Rothaariger. Die sind irgendwo hier. Ich weiß nichts. Willst du, dass wir, Freunde,
Freunde werden. Ach, Patrick, du bist ein bisschen dumm. Ich muss sie finden. Denn wenn ich sie nicht finde, verliere ich 1000 Euro. Ist das klar? Also gehen wir weiter. Komm, komm. Ja, ich gehe. Ja, bis später, bis später. Hey, kommt schon, Freunde, schaut mal, ein Burger. Oh, Freunde, ich wollte schon immer den Krabbenburger probieren. Oh, das ist ein Moment, Freunde. Okay, es ist nicht so hübsch, wie ihr sehen könnt. Aber es ist schon okay. Warum schmeckt er so schlimm? Was ist denn da? Wie auch immer, ich werde ihn in den Müll werfen. Freunde, in der Mülltüte sitzt Raffario. Er wird ihn finden, er wird ihn finden. Igitt, Freunde, warum schmeckt er so schlecht? Ich kann gar nicht glauben, dass er so schlimm sein kann. Es ist zu schlimm, Freunde. Oh, Kumpels, habe ich da ein Geräusch gehört? Oder was war das? Lass uns nachschauen. Raffario, ich hab dich gefunden! Komm raus, komm, du Loser! Leute, ich wollte diese Challenge gewinnen! Du hast nicht gewonnen, du hast Pech gehabt! Komm schon, tschüss, du Loser, bis später! Ich geh zu Simon! Leute, wir hören komische Geräusche vom Himmel! Habt ihr das gesehen? Wow! Habt ihr das gesehen, was gerade passiert ist? Na, komm, komm, lass uns nachsehen, was passiert ist! Los! Leute, Leute, das ist ein Meteorit! Mein Gott, Mist! Unglaublich! Das bedeutet, dass wir reich sein können, meine Freunde! Endlich! Wir werden uns 100 PS5 kaufen! Nein, nein! Wir sollten lieber 4 goldene Fahrräder kaufen! Seid ihr verrückt? Wir sollten noch die Polizei anrufen! Bist du normal, Simon? Die Polizei wird alles mitnehmen und nichts mit uns teilen! Leute, das sind nicht unsere Sachen. Sie gehören uns nicht. Wir haben kein Recht, sie anzufassen. Das kann gefährlich sein, Mann! Ja, Simon, das stimmt. Wir sollten sie der Polizei geben... Aber zuerst nehmen wir mit und spielen ein bisschen zu Hause. Aber das ist doch nicht richtig. Ja, ja, er hat recht. Wir werden zu Hause ein bisschen spielen und wir werden sie dann zur Polizei bringen. Keine Sorge. Mann, oh, das ist nicht richtig, aber nimmt es. Naja. Vorsicht, ups. Hoppa, hoppala. Sie sind heiß. Heiß, Vorsicht. Okay, sie sind heiß, wirklich. Los geht's. Lass uns schnell nach Hause gehen. Lass uns schnell gehen, Leute. Komm schon, komm. Oh, Freunde, ich fühle mich irgendwie nicht so gut. Ich glaube, es ist wegen des Meteoriten. Oh, warum leuchtet er? Ich fühle mich ganz und gar nicht gut. Was ist denn nur mit mir los? Ich kann mich nicht bewegen. Was ist mit mir los? Ich will wieder Dämon sein. Oh, was ist passiert? Wie kann das nur sein? Ich habe mich gerade verwandelt. Ich versuch's noch einmal. Ich will ein Fahrrad sein. Ey, warum bin ich denn der Kloschüssel geworden? Ich will doch ein Fahrrad sein. Was soll das? Das ist furchtbar. Ich will wieder Dämon sein. Oh, Gott sei Dank, ich bin Dämon. Oh, Freunde, ich glaube, ich habe das Superkraft bekommen. Ich gehe und ich sage es mal den anderen. Freunde, es ist wirklich unglaublich, einen Meteoriten zu finden. Als hätte man wirklich im Lotto gewonnen. Ja, also ich muss jetzt irgendwie ihn verstecken. Oh, was ist hier los? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Warum leuchtet er? Warum leuchtet er? Ah, Mann! Oh, Freunde, wie habe ich das denn gemacht? Also zurück! Oh, ich hab's geschafft, das ist sehr cool! Vielleicht schaffe ich es auch ohne die Meteoriten! Teleportiert mich noch einmal! Oh, Leute, das war fantastisch! Freunde, ich fass es nicht! Ich kann mich teleportieren! Das ist echt cool, Alter! Ich gehe jetzt allen das erzählen, Leute! Ja! Ha, toll! Ich bin einfach gut aussehen! Ha. Was für ein heißer Feger. Ah, was ist passiert, Freunde? Warum bin ich unsichtbar geworden? Das ist doch nicht zu fassen. Ich habe die Superkraft, unsichtbar zu sein. Ich gehe jetzt den Jungs essen. Oh Mann, ich bin durstig. Ich werde mir was zu trinken holen. Wie ist das denn passiert? Wie bin ich so schnell hier runtergekommen? Ich versuche nochmal nach oben zu gehen. Das ist unglaublich, Freunde. Ich habe eine Superkraft. Ich bin jetzt der Schnellste. Das ist ja der Meteorit. Er verleiht mir diese Superkraft. Freunde, es ist unglaublich, was hier gerade passiert ist. Oh, und es sie. Hast du jetzt auch eine Superkraft? Ja, ich bin jetzt super schnell. Das ist ja der Wahnsinn. Dämon! Was ist denn deine Superkraft, Mann? Ich kann unsichtbar werden, unsichtbar! Ja, Leute, wo ist das? Ich weiß es nicht. Leute, ich habe eine Superkraft. Ich kann mich überall hin teleportieren. Also haben wir alle Superkräfte. Ja, Leute, der Meteorit hat uns Superkräfte gegeben. Wirklich, lass uns reingehen und unsere Superkräfte testen. Toll, toll, gehen wir. Los. Keine Sorge, ich werde zuerst drin sein.
Ihr seid zu spät, ihr Noobs, Alter! Astar! Du und die Jungs haben die besten Superkräfte! Ach, weine nicht, du Rapper! Weine nicht, du Noob! Mann, Leute, ich hab Hunger! Ja, ich hab auch Hunger! Lass uns eine Pizza bestellen! Wie lange dauert die Lieferung, Timon? Eine Stunde? Wie lange ist das denn, Mann? Oh, was machen wir denn jetzt? Leute, macht euch keine Sorgen! Ich kann mich dorthin teleportieren und es sofort herbringen! Und wir brauchen nicht zu warten! Ja, überhaupt nicht! Das ist cool! Worauf warten wir denn noch? Kommt schon! Okay, bis gleich! Wo ist das denn? Er ist in der Tat verschwunden! Ja, mal sehen, wann er wieder da ist! Na, Wario, lass uns bis 5 zählen und sehen, ob's das bis dann zurückkommen kann! 1, 2, 3, 4, 5! Pizza mit! Ja, Mann! Yeah. Yeah. Leute, esst sie, solange sie noch heiß ist! Hier! Leute, ja, so wie Superhelden sind, sollten wir vielleicht Leuten helfen. Ja, das ist richtig, Odyssee, aber zuerst essen wir. Few inches later. Leute, ich habe eine tolle Idee. Oh, und ist doch verschwunden. Was hat er geplant? Oh, er ist schon wieder verschwunden. Wie auch immer, Mann. Oh, hey, ich habe euch Kostüme mitgebracht. Bravo, Stars. Schnappt euch eure Anzüge, Leute. Schnappt euch eure Anzüge, zieht euch die an und lasst uns die Welt retten, die Menschen helfen. Sie brauchen uns. Seid ihr hey. A few moments later. Oh Leute, ich kann es kaum erwarten, jemanden zu retten. Stas, keine Sorge, wir sind Superhelden. Wir werden immer einen Job finden. Okay, Demon, du hast recht. Oh, hört ihr das? Es ist da. Es kommt von da. Ja, lauft wieder hin. Hilfe, Hilfe. Lass sie jetzt in Ruhe. Oder was macht ihr mit mir, Clowns? Hey du, wir werden die Polizei rufen. Sind wir Clowns? Wir sind die Army. Jetzt wirst du sehen. Wow. Klaus, habt ihr nie gehört? Wow. Wie hast du das gemacht? Hey, das war Magie, du Dummkerl! Magie, ich zeig dir! Wohin bist du verschwunden? Klaus, ich glaube, es ist Zeit, mit unseren Tricks zu beginnen. Ja, komm schon, niemand, fang komm an! Komm schon! Komm! Bravo, niemand! Timon, bist du bereit? Natürlich bin ich bereit. Wirf mich, los! Lass mich bitte in Ruhe! Was? Bin ich immer noch ein verdammter Clown? Nimm die Tasche! Bitte, lass mich in Ruhe! Ja, bitte, eure Tasche! Oh, ihr seid Superhelden. Ich danke euch sehr. Haha, alles ist vorbei, Kumpel. Du gehst in den Knast für immer. Hast du verstanden? Hey, Freunde, es ist wirklich toll, dass wir super Kräfte haben. Ja! Ja, ich stimme dir zu, Stas, aber es gibt ein Problem. Was für ein Problem, Odyssee? Magst du es nicht, ein Superheld zu sein? Doch, doch, ich mag es. Aber es ist nur, dass wir keine Supernamen haben. Ja, ich stimme zu. Wir sollten alle Supernamen bekommen. Oh, eine tolle Idee. Dann werde ich der unsichtbare Ninja. Und ich, Freunde, Super Teleporter. Und ich bin der Held der Gerechtigkeit, Mann, ja! Yeah. Und ich bin der schnelle Odysseus! Sehr coole Namen, Freunde, aber wie können wir als Familie alle gemeinsam genannt werden? Super Chill Army Family! Cool! Wer sind wir, Jungs? Super Chill Army! Wer sind wir, Jungs? Super Chill Army! Wer sind wir, Jungs? Super Chill Army! Lass den Kampf beginnen! Later. Oh Leute, seht mal, das Mädchen bittet um Hilfe! Hilfe! Ja, ich kann deine kleinen Brüder auf der Baustelle klettern sehen. Keine Sorge, ich werde die Kinder retten, Alter. Okay, Stas, los! Ich bin gekommen, um euch Kinder zu retten. Ich bin Papa Stas. Lass uns runtergehen. Au! Hahaha, ich habe euch Kinder gerettet. Seid nächstes Mal vorsichtiger. Ja, danke schön. Jetzt bringe ich euch nach Hause zu euren Eltern, okay? Komm, 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 komm! Hilfe! Mein Handy! Oh, Freunde, habt ihr das gerade gehört? Schaut ihr das? Da braucht jemand Hilfe! Ich werde ihr helfen, Leute! Nein, nein, Rafari und Timon und ich werden das tun. Komm, komm, komm! Leute, ich tue nichts! Lass mich ihr helfen, Leute! Rafari, du schaffst es nicht. Odyssee und ich können alles schaffen. Schau her! Ich lege mich da unten hin und... so? Timon, werd ein Seil! Oh, wow, das ist cool. Es ist meine Zeit. Und er ist auch weg. Mit mir zählt keiner. Ich fühle mich nutzlos, Freunde. Das ist nur ein iPhone. Genauso wie ich es wollte. Heute ist mein Tag.
Was ist nun mit mir los? Ich hab dich gefangen und das gebe ich der Besitzerin zurück. Lass mich bitte. Demon, nimm es. Ich hab dich, was? Ich hab dich erwischt. Ich geh nach Hause. Schluss damit, dein Platz ist im Knast. Mein Handy, danke dir sehr, wie hast du das gemacht? Wir sind Superhelden der GLRB. Cool, vielen Dank. Was kann ich nur als Gegenleistung für deine Hilfe tun? Du kannst unseren Kanal abonnieren, zum Beispiel. Oh, toll, das mache ich jetzt sofort. Und ihr Leute könnt vielleicht auch Probleme haben, aber ich werde euch als Superheld retten und deshalb abonniert den Kanal. Hey, wie schön! Leute, schaut mal, ich schaue mir das Video gerade online an. Was für ein Glück, Zozo! Zozo! Ja! Warte, was macht er denn da? Der Typ klaut gerade ein Auto, Mann! Er weiß nicht, mit wem er sich anlegt! Jo! Was ist passiert hier auf Aru? Du bist nutzlos! Man kann deine Stärke nicht gebrauchen! Hey, Leute, ich habe noch niemandem geholfen! Lass mich das auch machen! Okay, Raffario, ja, du bist unsichtbar. Vielleicht ist das cool, aber es nützt nichts. Oh, Leute, das ist nicht fair! Okay, ist das. Er ist schon weg. Oder wie schnell ist er denn überhaupt? Das ist unfair. Unser ganzer Ruhm geht ans das. Aber Raffario, wir sind doch ein Team. Ja, unser Ziel ist, Menschen zu retten. Ja, okay, egal. Ihr hört mich nicht. Bitte beleidigt, Mann. Ich mache Musik an. Wie kann man ohne Musik in Auto fahren? Ohne Musik. Hä? Herzlich willkommen! Was ist los? Weißt du, ich bin Papas Tasteleporter. Komm schon, tschüss! Du kommst in den Knast! Jetzt kommst du dahin, wohin du gehörst! In den Knast! Ah, es ist schön, ein Superheld zu sein und Leute zu retten. Du hast die ganze Arbeit gemacht, ich habe gar nichts gemacht. Schade. Es ist nicht unsere Schuld, dass du nutzlos bist. Wenn es dir nicht gefällt, geh weg und weine, du Dub. Natürlich, ihr seid alle Verräter. Ich gehe jetzt. Okay, geh schon, du bist nutzlos. Wir brauchen dich überhaupt nicht. Wir drei sind GL Army. Wozu denn brauchen wir Raffa? Lass uns gehen und es sehen. Das ist nicht fair. Verdammt, das ist nicht fair. Gib mir eine andere Kraft! Ich fühle die Macht! Ich fühle die Macht! Ich will mich retten! Wo seid ihr? Hey Leute, ich hab genug von unserer Arbeit heute! Es ist super, dass wir allen helfen! Oh Leute! Hab ich das gesehen? Ist das Raffario? Ich bin gekommen! Hoppa, Raffario! Raffario, was ist passiert? Wo bist du gewesen? Jetzt werde ich mich an euch rächen! Wow, Raffario, wir haben doch nur Spaß gemacht! Wir haben es nicht ernst gemeint! Ich habe keine andere Wahl! Leute, sieht mal, was er angemacht hat! Raffario, was hast du denn gemacht? Ihr seid erledigt! Das, du weißt, was zu tun ist! Ja, komm! Aha! Und du bekommst eine! Ja! Ich bin stärker als ihr! Hast du das gesehen? Ja, er ist wirklich super böse geworden! Das hat wehgetan, Mann! Steh auf, Dimon! Ja. Jetzt bin ich dran! Du kriegst eine Durchung! Komm schon! Oh, das hat wehgetan! Freunde, er ist wirklich sehr stark! Das, ich habe eine Idee! Ich werde mich wieder in den Hammer verwandeln! Aber es hat nicht geklappt! Wir haben es schon gemacht! Komm, vertrau mir! Mach dich bereit! Ich vertraue dir, Dimon! Komm! Komm! Okay, hier, nimm die Hand! Mit ja, komm! Haha! Nimm das! Derselbe Trick ein zweites Mal. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Sieh dir deine Hand an. Was ist das? Eine Bombe! Freunde, wir haben ein Spiel gefunden, in dem man sein Leben von 0 bis 100 Jahre in 24 Stunden durchleben kann. Es ist doch voll krass, Mann. Ja, Dimon, aber es ist sehr gefährlich. Wenn Dimon alle drei Level nicht schafft, bleibt er für immer im Spiel stecken, Alter. Und deshalb, Star, setz dich neben mich hin und pass auf mich auf. Okay, Dimon, setz die Brille auf und steig ins Spiel ein. Und viel Glück, Bro. Komm schon. Alles klar. Komm schon. Wow. Mein kleines Baby weint. Oh, mein Junge ist
ist wach! Mein Junge! Was ist denn los, mein Sohn? Oh, warum weinst du denn? Was ist mit dir? Ich glaube, das Baby ist hungrig. Es hat noch nichts gegessen. Ich werde ihn füttern. Ich bin doch sein Vater. Nein, ich werde das machen. Sag sie doch. Ich werde ihn füttern. Ich. Ja, lass das Baby doch wählen. Wille mich. Bravo, komm schon. Schatz, ich füttere ihn. Und du wechselst seine Windeln. Ja, so ist das. Okay, dann geh und mach ihm was zu essen. Geh schon. So, ich habe Toast für meinen Jungen gemacht. Mit Wurst und Käse. Damit er ein starker Mann wird, wie sein Vater. Bist du verrückt? Willst du dem Baby einen Toast geben? Mach dir keine Sorgen. Ich bin so aufgewachsen. Ich habe solch Essen gegessen und ich bin zu einem echten Mann herangewachsen. Okay, was soll ich sagen? Füttere ihn. Komm schon, mein Junge. Iss. Hier, komm, iss. So ist es gut. Lecker, nicht wahr? Ja, das Baby weiß, wen es wählen soll. Nur die Mutter. Okay, gut, geh und mach ihm etwas Milch. Oder ich weiß nicht, was sonst. Ist das okay? Geh. Und du, Baby, du wirst sehen, was mit dir passiert, wenn du groß bist. Milch für meinen Sohn. Fertig. Sieh zu und lerne. So, mein Kleiner, trink die Milch, dann wirst du groß und stark. Oh, das macht voll Spaß. Oh, mein Bauch tut weh. Er knurrt ganz schön. Ich habe Hunger. Was soll ich denn nur essen? Ja. Ja, Schokolade. Oh, Schokolade. Schau mal! Timon! Dummkopf, was hast du gemacht? Bist du verrückt? Was hast du gemacht? Wir haben dir doch gesagt, du sollst selber nichts essen. Wir werden dich füttern. Ich liebe Schokolade. Du bist ein sehr böser Junge und sehr verwöhnt. Und deshalb bist du bestraft. Du bleibst eine Woche in deinem verdammten Zimmer. Ich warte lieber auf meine Eltern. Schau, wie sauber das Haus ist. Gut gemacht, mein Junge. Gut gemacht. So muss das sein. Hallo, Mama. Hallo, Papa. Ich habe so Hunger. Hast du Hunger, mein Junge? Lass dir einen Joghurt geben. Ja, komm schon. Lass uns gehen. Iss, dann wirst du ein starker Mann. Genau wie dein Papa. Essen. Hier, bitte, mein Junge. Aber iss alles auf, okay? Ich werde alles aufessen, Mami. Bravo. So ein guter Junge. Ach du Schwingel! Was hast du denn gemacht? Bist du verrückt, mein Junge? Was hast du mit dem Essen gemacht? Wir haben dich nicht so erzogen! Bist du normal? Willst du deinen Vater ärgern? Komm schon, jetzt schließt du auf! Du wirst bestraft! Jetzt kommst du mit, du kleiner verdammter Bengel! Es tut mir leid, Papa. Ich habe gerade etwas verschüttet. Ich werde es nie wieder tun. Wirklich nicht. Okay, mein Sohn. Aber sei das nächste Mal vorsichtig. Und vergiss das nie. Sei ein braver Junge. Natürlich. Ich werde ein braver Junge sein. Gut. Oh, Freunde, der erste Schultag. Ich kann es kaum erwarten, neue Freunde zu finden und vielleicht eine Freundin zu haben. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu jung dafür. Wie auch immer, los geht's. So, Leute, es ist Zeit, einen neuen Schüler kennenzulernen. Er heißt Timon. Hallo, Leute. Hallo, Timon. Also, Timon, mit wem möchtest du sitzen? Neben Ivan, der ist ein flitziger, aber ein sehr schlechter Kerl? Oder neben Kolja, er ist ein sehr guter Schüler und sehr guter Junge? Ich setz mich neben Ivan, ja. Alles klar, dann geh und setz dich. Hallo. Yo, bravo, Mann. Gute Wahl. Du und ich, wir werden richtig viel Spaß haben, Alter. Und dieser Nerd, hier da vorne, dieser Kolzer, der ist lästig. Beachte ihn gar nicht, Alter. Schon gut, schon gut. Weißt du, ich habe in dieser Klasse das Sagen und ich mache, was ich will. Ja. Yeah. Oh, bist du normal? Was machst du, Mann? Ich werde alles der Lehrerin erzählen. Hey, du Petze, pass auf. Wenn du mich anzeigst, bekommst du eine später. Ist das klar, Alter? Warum bekomme ich eine, Mann? Du tust so, als wärst du der coolste Junge in der Schule, Kumpel. Ich bin auch stark. Hä, wovon redet der? Tritt ihn auf den Kopf. Du bist doch mein Freund, oder? Natürlich, ich bin doch dein Freund, Mann. Ja, klar. Ja, komm. Ah, bist du verrückt, Mann? Lass mich in Ruhe oder ich erzähl alles der Lehrerin.
Okay, okay. Bravo, mein Freund, bravo! Jetzt sind wir Kumpels, Alter! Jetzt sind wir die Coolsten in der Schule! Oh, wie langweilig! Ey, guck mal, was ich jetzt machen werde! Schau zu! Wo könnt ihr euch beruhigen, Leute? Wenn ihr das noch einmal macht, erzähle ich alles der Lehrerin! Ey, du Petze, bleib sitzen! Bleib sitzen! Das war sehr lustig, lass mich auch was werfen! Ja, wirf, wirf, wirf! Oh, Lehrerin, ich kann nicht mehr! Diese Typen nerven mich die ganze Zeit! Sagen Sie ihnen doch was, bitte! Was sagt ihr denn nur da? Demon, bist du normal? Das ist dein erster Tag an der Schule und du benimmst dich so raus aus der Klasse! Was? Raus aus der Klasse? Es war sein Versehen! Ich habe nur einen Scherz gemacht! Okay, egal, wir sind alle aus der Klasse rausgeworfen worden! Meine Eltern werden schimpfen! Ich werde neben Kolja sitzen, ja. Okay, geh und setz dich neben Kolja. Ja, ja, natürlich, setz dich, Kumpel. Oh, hallo, Alter. Wie geht's? Was ist los? Alles klar bei dir? Hallo, Demon. Weißt du, Ivan, der hinter uns sitzt, der ist sehr böse. Gut, dass du dich neben mich gesetzt hast. Hey, wer ist hier böse? Zwei Nerds, das seid ihr, Alter. Ja, Kolja ist definitiv sehr böse und unhöflich. Also, Kinder, nehmt eure Hefte, wir werden einen Test schreiben. Kolja, ich bin noch nicht fertig. Kannst du mir bitte helfen? Ja, ja, natürlich. Du bist ein sehr guter. Schreib bitte. Oh, toll, danke. Hey, Leute, darf ich mal auch mal schauen? Ja, bitte. Nein, du bist richtig böse. Warum sollte ich dir helfen? Bin ich böse? Ich? Bin ich böse? Krieg eine! Bist du normal? Das tut doch weh, Mann. Hey, du Kleiner, lass mich doch etwas schummeln, Alter. Nein, ich werde dir nicht helfen. Hey, du willst mir nicht helfen? Dann wirst du gleich eine bekommen. Hey! Ja. Hör darauf, mein Freund anzufassen. Es reicht schon, Mann. Wow, ein neuer? Ich glaube, du hast etwas falsch verstanden. Ich habe hier das Sagen in dieser Klasse. Wenn du ihn noch einmal anfasst, dann bekommst du es mit mir zu tun. Ein neuer, du wirst sehen, was mit dir in der Pause passiert. Du wirst sehen. Demon, vielen Dank, dass du mich beschützt hast. Ich werde dir von nun an bei allen Tests helfen. Ich verspreche es dir. Danke, danke. Ja, Kuppel, wir sind Freunde, stimmt's? Ja. Ist doch. Also, Kinder, es ist Pause. Geht raus aus der Klasse. Was habe ich dir vorher gesagt, Junge? Du bist sehr böse und du weißt, dass ich überhaupt keine Angst vor dir habe. Du hast keine Angst vor mir, Alter? Ja. Oh, Kumpel, zum ersten Mal in meinem Leben hat mich jemand beschützt. Ja, Kolja, natürlich. Du und ich sind Freunde und ich muss sie doch beschützen. Nein, du und ich, wir sind nicht nur Freunde, wir sind die besten Freunde auf der Welt und wir werden uns immer unterstützen. Ja, klar, wir sind doch Freunde. Mann, Leute, warum soll ich schon wieder zur Arbeit? Och, der Chef, Mann, er ist der Schlimmste. Ich glaube, ich kündige ihn einen Tag. Ich halte es nicht mehr aus, Mann. Wie auch immer, Mann, egal. Ha! Timon, wo bist du denn? Komm schneller her! Ich habe für dich was zu tun! Ja, Chef, ich bin bei meiner Arbeit fast fertig. Ich will nach Hause gehen, darf ich? Nach Hause! Ich habe ein kleines Geschenk für dich! Bevor du gehst, sollst du das alles fertig machen! Was meinen Sie? Wie viele Stunden muss ich denn noch arbeiten? Ich bin doch schon 12 Stunden hier! Siehst du das? Ich bin dein Chef und du wirst alles tun, was ich sage! Du weißt, dass das dein Job ist! Alles machen! Na gut, Mann, gib es mir schon, los! Hier, nimm es, Demon! Okay. Warte mal, warte mal! Und mach mir einen Kaffee! Ich bin müde! Schneller bitte, schneller! Was? Meinst du das ernst? Soll ich dir noch einen Kaffee machen? Bin ich deine Sekretärin? Nicht nur meine Sekretärin! Ich bin dein Chef! Das solltest du wissen! Okay, du wirst schon sehen! Womit kann ich ihn noch beschäftigen? Oh, dieser Chef! Ich kann ihn nicht mehr ertragen, ernsthaft! Er hat gesagt, ich soll ihm Kaffee kochen! Ich soll es nicht, Mann! Soll ich Zucker reintun oder soll ich Salz hinzufügen? Ich werde darüber nachdenken. Ich werde Salz reintun, ja, Mann. So, und jetzt ist der Kaffee sehr salzig. Und jetzt werde ich noch ein bisschen reintun, weil er mich immer genervt hat, Mann. Aber bevor ich weitermache, brauche ich natürlich eure Hilfe, Leute. Ich brauche eure Unterstützung, denn es ist nicht einfach, den Chef einen Streich zu spielen. Wenn ihr also noch nicht abonniert habt, dann drückt den Abo-Taste, okay, Freunde? Auf diese Weise unterstützt ihr mich und ich werde noch viel mehr Streiche für euch machen. Also, gehen wir los, meine lieben Freunde. Los jetzt! Endlich, Demon! Bravo! Hier ist der Kaffee für den besten Chef aller Zeiten. Ja, ja, ich habe noch mehr Arbeit für dich vorbereitet. Hast du gehört? Ja, ja, natürlich. Genießen Sie inzwischen Ihren Kaffee, Herr Chef. Vielen Dank! Was ist das? Was ist das, Demon?
Ja, ich habe Salzersteine vor Zucker reingetan, weil sie ein schrecklicher Chef sind. Willst du, dass ich dich feuere? Setz dich wieder hin, du Wurm. Setz dich hin, Mann. Ich habe die Nase voll von dir. Ich feuere mich selbst. Die Nase voll von dir und deiner blöden Glatze, Mann. Ich habe eine sehr schöne Glatze, Timon. Eines Tages werde ich so reich sein, dass du bei mir arbeiten wirst. Und ich werde mich lustig machen über deine blöde Glatze, Mann. Timon, warum beschimpfst du mich? Ich will, dass du hier bleibst. Schluss. Von nun an bin ich ein freier Mann. Ich werde meine eigene Firma gründen und Karriere machen. Ich werde der reichste Mann der Welt sein. Wirklich der aller Welt, Mann. Das ist so. Ich bin hungrig. Ich bin hungrig. Gib mir etwas Geld, Mann, für Essen. Etwas Brot. Wirklich, ich bin hungrig. Hast du etwas? Nur ein bisschen. Warte mal. Bist du nicht zufällig Demon aus der Grundschule? Weißt du noch, wir waren damals Freunde. Warte. Bist du nicht Kolja? Aus der Schule? Bist du es wirklich? Ja, Demon, das bin ich. Wie geht es dir? Was ist mit dir passiert? Ich bettel hier und bitte um Geld, weil ich nichts zu essen habe. Ich habe mein ganzes Geld verloren. Ich bin jetzt ein armer Penner, Mann. Du warst ein guter Schüler. Du hattest einen guten Job. Und wie bist du an diesem Punkt angekommen? Ja, ich hatte einen Job gehabt, aber ich habe den Druck nicht ausgehalten. Ich habe meine eigene Firma gegründet und dann bin ich pleite gegangen, Mann. Ja, Kumpel, tut mir leid. Ich habe kein Geld dabei, aber ich habe ein Geschenk. Was für ein Geschenk, Kolja? Ich möchte nur etwas zu essen haben. Schau, jeden Tag kaufe ich ein Lotterieticket und hoffe auf mein Glück. Diesmal schenke ich es dir. Es ist deine Zeit, dein Glück zu versuchen, denn du bist ein guter Freund. Hier, oh, nimm danke. Es. Ich könnte hier sogar eine Million gewinnen. Ja, stimmt das echt, Mann? Schau, die Chance, eine Million zu gewinnen, ist sehr gering. Aber ich denke, du kannst mindestens 20 Euro gewinnen. Vielen Dank, Kolja. Vielen Dank. Danke. Oh, okay, du stinkst ein bisschen, aber das wird schon. Vielleicht gewinnst du ja mehr und kannst dir ein paar Klamotten kaufen. Viel Glück dann. Ja, danke. Lass mal sehen. Oh, ich habe etwas gewonnen, Mann. Dann lass mich mal sehen. Warte. Und? Ich habe noch etwas gewonnen. Oh mein Gott. Und warte, warte. Ich habe gewonnen. 1 Million Euro. Ah, ich bin 45 Jahre alt und fühle mich wie 20. Geld macht einfach den Menschen jünger und besser. Vielen Dank an Kolja für das Lotterieticket. Was war das für ein Geräusch gewesen? Wer hat sich da in mein Haus geschlichen? Was ist denn da nur los? Ich werde alles, was ich sehe, stehlen. Oh, was für eine coole Uhr. Ich nehme sie mit, ja. So, komm rein, das. Das ist ein Dieb. Was soll ich denn jetzt so machen? Ja, ich werde das selbst schaffen. Komm. Hey, Dieb, ich werde dich jetzt zerreißen. Komm, ich schlag dir eine. Komm, wir kämpfen. Komm, komm, komm. Ja. Oh, das hat wehgetan. Das war keine gute Idee. Was soll ich nur tun? Ja, ich rufe lieber die Polizei. Ja, hallo, es ist ein Dieb in mein Haus. Ich brauche eure Hilfe. Toll, ich warte auf euch. Later. Polizei, Hände hoch, keine Bewegung. Oh, oh, gut. Okay. Ich winke Sie in den Garten. Entschuldigung. Vielen Dank, Herr Polizist. Zeigen Sie mal, wer es ist. Oh, es ist Ivan. Ich bin mit dir in eine Schule gegangen. Ja, ich bin's, Simon. Du bist reich geworden und ich habe die Chance, dich zu bestehlen. Du verdienst es. Du weißt, dass du jetzt in den Knast gehst und das hast du auch verdient. Oder geh wieder zur Schule. Fang an zu studieren. Nein. Hände zurück. Wir gehen ins Gefängnis. Okay. Freunde, und ihr solltet gut in der Schule sein. Lest, damit ihr nicht so Dieben werdet wie Ivan. Habt ihr es verstanden? Oh Mann, jetzt kann ich mich entspannen. Mach den Zug, Ivan. Ja, Demon. Mann, Leute, wieso seid ihr so langsam? Ivan, ich hab deine Figur geschlagen. Oh, Demon, du bist sehr gut in Schach. Ah ja, ich habe viel geübt. Hey, Demon, bist du in Ordnung? Was ist denn da los? Hey, was ist mit dir passiert? Er muss ins Krankenhaus, jetzt sofort! Schau, er hat die Augen geöffnet! Gott sei Dank, er ist am Leben! Mann, ich fühle mich schlecht. Ich sehe am Ende des Tunnels ein Licht. Oh, kein weißes Licht. Nein. Oh mein Gott. Freunde, wir haben eine schlechte Nachricht für Sie. Haltet durch, Freunde. Oh nein. Liegt er im Sterben? Ja, Freunde, es tut uns leid, aber dies sind seine letzten Momente. Ihr müsst euch von ihm verabschieden. Habt Geduld. Die Mann.
Ich liebe euch alle, meine Freunde. Demon, hast du einen letzten Wunsch? Freunde, ich möchte, dass ihr mein ganzes Geld für wohltätige Zwecke spendet. Macht es bitte mir zu Ehren. Aber natürlich doch, Demon. Du bist ein sehr guter Mann. Danke euch für alles. Demon, ihr wart beste Freunde seit der Grundschule. Mach dir keine Sorgen, du bist im Himmel und dort wird es dir auch richtig gut gehen. Oh, wo bin ich denn? Ist das etwa der Himmel? Demon, Demon, wach auf! Bist du okay, Demon? Wach auf, Alter! Oh, ich hab gewonnen, ich bin im Himmel! Demon, du bist am Leben! Ich dachte, wir hätten dich verloren, weil du so viele Stunden durchgehalten hast! Es ist ein sehr cooles Spiel, ist das. Es ist das Beste überhaupt! Oh, Demon, ich bin zu neidisch auf dich! Und Freunde, ich will dieses Spiel auf jeden Fall spielen! Ja, ist das. Um dieses Spiel zu spielen, müssen wir 30.000 Likes unter diesem Video bekommen! Wartet nicht, Freunde! Klickt bitte, klickt auf jeden Fall auf den Like! Ja, sonst Like! Ja, abonniert unseren Kanal, damit ihr mal seine Videos sieht! Ja, Freunde, um die Videos als Erste zu sehen, müsst ihr uns abonnieren. Drückt auf die Glocke, also abonniert alle, okay? Bis bald!